Moin meine Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Mit dabei der Regular-Effekt. Mal wieder. Seit mal wieder. Ganz langer Zeit. Schon der dritte Tag hintereinander. Wir suchen jetzt erstmal eine kleine Truhe. Schwerlast würden wir wieder, was? Schwerlast, das ist eine Charge. Ich habe einen Achser. Beziehungsweise ein Achser geht nicht, zwei Achser. Ich auch. Und? Das darf man aber nicht fahren, da wirst du gebannt. Mal schauen, ob überhaupt was da ist. Also ich habe einen Kranwagen nach Christians Hand. Der ist so schwer. Warum? Sind da nur 45... wo steht das? Da, sind nur 36 Tonnen. Ich möchte aber nicht nach Norwegen hoch, möchte ich nicht. Ich auch nicht. So, was hast du? Sag was. Erstmal Streckenlänge fallen nach unten. Fangen wir von der letzten Seite an. Oh, geil, eine Pissmulde. Hannover nach Kassel. Obwohl, ne, ist so wenig. sind 187 Kilometer. Oh, dann fahren wir Hannover, Amsterdam. Welche Seite? Bei mir ist das die viertletzte. Ja. Leere Fässer oder was? Genau. Sägespäne, Pissmulde. Nein. Ich fahr Pissmulde. Den Ernst? Ja. Nein, fahr mal leere Fässer was. Nein. Du willst das abkassieren, wo mehr Geld gibst, ne? Mich interessiert das Geld eigentlich nicht mal. Mich interessiert nur, dass die Pissmulde mehr wiegt als deine komischen leeren Fässer. Mag egal, sein. Dann nehmen wir leere Fässer. Auch Pissmulde ist kacke. Ich weiß, deswegen will ich ja mal eine fahren. Ich bin schon ewig keinen Pissmulde gefahren. Ja, dann fahren wir heute mal normal. Du schon Ewigkeiten die gefahren bist. Ich bin die schon Ewigkeiten nicht mehr gefahren. Das habe ich gesagt. Meinst also was das? Jetzt? Ich habe angenommen. Was? Leere Fässer. Okay, also nehme ich Sägespäne. Nee. Leere Fässer, okay, gut. Dann fahren wir in die nächste Tour Pissmulde. Überlege ich mir noch. Nee. Ja, doch. Ja. Die Tour hast du ausgesucht. Nächste Tour suche ich aus. Eine Tour pro Folge. Ah ja. Ja. Sonst geht dieses Video zu lang. Dann schaut sich das keiner mehr an. Klau jetzt einen Hänger. Nein, lass den da. Nein, den klau ich doch. Dir jetzt. Nein, lass das da. Brauche ich noch. Ich muss meinen Hänger retten. Nein, jetzt fährt und er weg. Geklaut. Toll. Ich nehme deinen. Nee, mach nicht. So. Jetzt fahre ich mit deinem Trailer weg. Okay. Wenn Kirmes das Video sieht, dann beschwert er sich wieder, dass wir über Rot fahren. Fahr. Ja, aber. Fahr. Er ist rot. Fahr. Okay. Ich stehe halb auf der Straße, halb in der Mitte. Interessiert mich doch nicht. Fahr doch einfach über Rot. Scheiß drauf, okay. Alter. Aber dann werden wir von Kirmes gebannt, also. Ja, von ihm. Gerade von Kirmes. Man wird hier nur gebannt, wenn wir andere Leute behindern. Was ist, wenn die schon eine Behinderung haben? Ja. Denn werden wir halt instant gebannt, wenn die eine Behinderung haben. Oh, das ist blöd. Wäre nicht so toll. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja eine Behinderung, also. Wir stehen ja an der roten Ampel. Ja, dann kann man. Fahrt mal weiter, es ist rot. Ihr seid jetzt gerade dran vorbei. Ich und hupe dabei noch. Moment. Warum ist ja noch... so dunkel? Warum ist mein Licht so dunkel? Und dann im Funk sagen, ey, es ist grün. Also, nein. Mein Funk funktioniert!
Hörst du mich? Nice, ja. Oha, mein Funk funktioniert. Ja, ich höre Aber ich. dich. Krasse Sache. Warum ist das pink? Aber siehst du mal keine Spielchen hier mit Spielern. Doch, doch. Nee, nee, nee. Das war witzig. Du meinst, lass mich aber bitte überholen. Ich musste schneller als über. Ich musste dich als erstes überholen. Das ist eine Challenge. Und der dann irgendwann auf dem Rastplatz fährt und dann einfach auf Pause, als ich auslockt habe. Also. Wie er guten Morgen schreibt, Alter. Was mit ihm? Also. Er hat nur Morning geschrieben. Ich glaube, dass er morgen wollte er mal weiterfahren, sobald das, glaube ich, gemeint. Ich hoffe, das war ein externer Auftrag, den er angenommen hat, der Multiplayer. Ich hoffe nicht. Hinter mir drängelt einer. Der hat sich reingezeckt. Arunas Pass. Anus. Ah ja, genau so heißt er. Genau so heißt er. Genau so und nicht anders. Wer denn der hinter mir? Was drängelt denn der so? Also ich fahr 90. Ich auch, ich kann auch nicht schneller. Weißt du noch gerade den Internet-Test, was ich da im Ping eigentlich hätte? Ja. Ja. Hier im Speer wieder ein 31er Ping. Ja, ich hab 33. Okay, ist auch eher der Standort des Servers wahrscheinlich. Warum wir so einen schlechten Ping wieder haben. Auf E2 habe ich halt besseren Ping, ne? Ich nicht. Ich aber. Ich aber nicht. Mag sein. Ja. Was für dich? Ich nicht. Was war das? Ich hab gepupst. Aus dem Mund. Wahrscheinlich. Ich hab ihn fahren lassen. Ah ja. Ich fahr einfach 90 und komm halt trotzdem nicht an dir ran. Ich fahr auch 90. Und das ist sind ja wieder Neo, schöne Folgen. Ja, was bist du auch 145 Meter hinter mir? Selber ist Schuld. Einfach so. Das zeckt der eine sich genau zwischen uns. Ist so. Kennst du schon mein Spiel? Was kenn ich? Mein Spiel. Ich glaube, ich habe Hunger. Nee, glaube ich nicht. Aber diesmal ist das nicht 3 Uhr nachts. Das ist wie gestern. Oder heute Morgen, beziehungsweise. Vielleicht kommt es ja heute auch wieder. Na, so lange werde ich nicht spielen heute. Schade. Warum nicht? Ja, weil du eh nicht die ganze Nacht durchmachst. Nö. Ja, also. Aber so wie gestern vielleicht. Ja, nee, das ist mir schon denn zu lange. Boah, langweilig hier. Ich bin so ein richtiger Langweiler einfach. Ich merk schon. So bin ich halt. Warum bist du denn schon wieder 110 Meter hinter mir? Du warst ja. Doch gerade hinter mir. Lass mich doch. Hack mich nicht ab, Alter. Sonst schreibe ich dich nicht in die Videobeschreibung. Oh nein, wie schlimm. Ist so. Abonniert mich alle, ich habe kein Video hochgeladen. Also yes, so. Nur eine Playlist gibt es auf seinem Kanal. Was für eine? Keine Ahnung, irgendwie Musik, gibt irgendwas. Ja, ja. Yeah. Warum auch immer es die gibt. Also schaut alle in seine Playlist rein, die er sich gespeichert hat. Nein. Du wisst ja, was er so gerne hört. Da sind 5 Jahre alte Videos oder so drin. Ja und? Ich weiß nicht mal, wann ich das letzte Mal das hinzugefügt habe oder. Vor 5 Jahren? Ja, so ungefähr. Könnte hinkommen. Man war so jung früher. Ja, und du warst früher alt, weißt du? Ja, normal, Alter. Ich hab halt es fällt immer noch Schuhe an, ne, vom Einkaufen. Ich muss meinen LKW reparieren, ich hab 0% Schaden. Nein. Doch. K-
kannst du ohne Schaden fahren, ey. Ja, weiß ich auch nicht. Warte ich. Wieso machst du einen auf diesen? Einfach so, hab grad Lust drauf. Wo sollen wir hin? Ich weiß ja nie, viele haben mich Alter, was machst du? Junge! Viele haben mich ja abonniert. Dafür. Wo will denn der hin? Egal, hatte Pech. Wir müssen hier rum eigentlich. Ja, ich fahr geradeaus. Da geht's auch auf die Autobahn. Ja, okay. Du willst nur hinter dem bleiben, ne? Ich wollte ihn einfach nur anrufen, weil er mitten auf der Straße stand und rückwärts gefahren ist. Ja, anscheinend wollte er da durchfahren. Ich hab keine Ahnung. Er kam ja von da links. Okay. Wo willst du denn... Och Junge, bremst doch nicht komplett runter. Ist ja, da danke. Ja, wenn ihr von... keine Ahnung. Nee. Komplett runterbremst, das hast du ja nicht mal. Ja, weil der komplett stand fast. Der ist vielleicht 5 km/h oder so gefahren. Toll, jetzt habe ich Schaden, ey. Ja, ich auch. Ich habe 1% Trailer-Schaden. Oh nein, wie schlimm. Ich keine Ahnung, wie viel Prozent. Guck halt nach. Nee, kein Lust. Wow. In einzigen Kurven, wo ich tatsächlich stark runterbringen, sind so ganz scharfe Kurven oder so. Ja. Aber bremst sich glaube ich auch nicht auf Null runter. Aber sonst. Wer weiß, wie er seine Bremsstärke eingestellt hat. Also ich habe meine auf 100%. Alles klar. Ich nicht. Mit Lenkrad kannst du aber halt auch besser bremsen. Also generell so mit Pedalen und so. Na, bin ich nicht. Machst einfach Motor aus. Und schon dann? Bremst du. Ich nicht. Ja, wenn du ohne Lenkrad fährst. So, jetzt habe ich den Motor aus. Geht nicht, passiert nichts. Ja, weil du mit Lenkrad fährst. Ja, was toll ist, wenn ich mit Lenkrad fahre, wenn der Motor ausgeht, durch den Motor 4 funktioniert. So, ich habe keine Servolenkung mehr. Das merkt man. Das fährt sich echt schön dann. Fährt sich richtig schön. Ja. Er lenkt sich schön, weil du kannst ja dann eigentlich nicht mehr fahren, wenn der Motor groß ist. Also wenn dieses Video nicht mindestens 5 Leute sehen, ne, dann höre ich auf mit YouTube. Okay, ich guck's mir 5 mal an. Ne, 5 Leute, 5 bewerten wir. 5 Likes muss es haben. Okay, dann sage ich ein paar Mal Bescheid, was wir jetzt liken sind. Mach mal. Oder ich erstelle ein paar Accounts. Ja, nee, mach nicht. Mach nicht ein auf die bestimmte Person. Mit dieser Person, die ich meine, mit der habe ich letztens erst gezockt wieder. Roblox. Ja, Mann. Hat sich gefühlt 100 Accounts gemacht. Den meinst du? Meinst du diesen komischen Typen da, der immer so eine komischen Videos macht? Das heißt komischer Typ, weiß ich nicht. Nach der Aufnahme zeig ich dir. Okay. Wenn ihr wieder schaut, dann mal in meinen Livestreams vorbei. Nein, das ist nicht Kermit. Ah, ja, okay, dann hat sich das geklärt. Achso, du meinst Kermit? Ja. Ja, aber wie... Ist halt ein komischer Typ, ne? Aber wie echt dieses Video schaut sich nicht ein paar Leute an, weißt du? Sonst heulen die immer rum, dass ich keinen ETS bringe, weißt du? Dann will man mal ETS bringen, weißt du, und dann schaut keiner zu. Ja. Hab ich auch und in meinem Livestream. Ich mach meinen Livestream und dann gucken wir, wie viele zugucken, wenn du ETS spielen sollst. Das Livestream tue ich heute nicht. Doch, mach mal. Nein, mach ich nicht. Doch, mach mal. Nein, mach ich nicht. Warum nicht? Muss ich so viel im Hintergrund aufhören, hab ich keinen Bock drauf. Warum? Das ist doch nicht schlimm. Da hab ich noch einen schlechteren Ping als jetzt. Müssen wir auf EO2 spielen, dann kann ich das. Das ist ja langweilig, da passiert ja nichts. Ich habe keine Motivation mehr zu spielen. Was? Ich habe irgendwie keine Lust mehr zu spielen. Warum? Ich fand's ganz los. Ich habe so viel ETS gespielt gestern. Ja, selber schuld. Und heute auch schon wieder. Selber schuld. Ich nicht. Auf ATS habe ich tatsächlich Bock.
Ich nicht. Muss mir meine Lenkrad-Einstellung angucken. Und komplett einmal fotografieren oder screenshotten oder sowas und dann genauso einstellen. Und sonst kann ich nämlich nicht fahren. Oha. Ja. Nicht dein Ernst. Weißt du, wie nervig das ist? Wenn ich mit den Einstellungen jetzt fahre, dann ist es noch schlimmer, wie als wenn ich hier rolle, wenn du da aus ist. Ohne Servo. Was macht er hier? Schlafen. Fährt er mit dem Startstreifen? Ich bin Rechtsfahrgebot, ne? Ja. Hast du ihn angehupt? Nö, aber ich habe ihm Lichthupe gegeben, dass er rüberziehen kann. Alter, leckt der. Alter, leckt der zurück, Alter. Fährt der jetzt ernsthaft 110? Du willst mich verarschen und warum habe ich den rausgelassen, anstatt er einfach mal Gas gibt auf dem Standstreifen? Also, wie, der leckt jetzt zurück, Alter. Dentbrüche, Alter, 4, Alter. Ja, bei mir leckt er gar nicht so schlimm. Bei dir nicht. Der hat gerade 20 ms. Was hast du? Er hat gerade extrem zurückgeleckt. Mir nicht. Bei mir ist alles normal bei ihm. Er fährt ganz normal. Das siehst du bei mir im Video, wenn du dir das angucken wolltest. Ja, ja, sollte ich machen. Glaube ich eh nicht. Das ist Rechtsfahrgebot. Du fährst. Ja, mir doch egal. Ja, okay. Mir auch. Wir müssen eh hier rüber. Was wolltest du gerade sagen? Keine Ahnung, weiß nicht. Du hast irgendwas gesagt mit ich glaube. Ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Wow, super. Jetzt bleibt er da wieder stehen. Oh, der hat sich ausgelockt. Mitten auf der Autobahn. Was ein Bastard, Alter. Was ist so? Solange ich nicht einen Funk anmache und den Dao beleidige, ist das in Ordnung. Kannst doch machen, er ist eh kein Deutscher und die anderen werden nicht auf Kanal 9 sein. Vielleicht reden ja sonst 10 Leute los. Doch, wir sind doch hier. Was ist los bei ihm, Alter? Was ist denn los bei ihm? Ich hab mich fast geschnitten, Alter. Alles klar. Und jetzt hupt er. Was bei ihm? Kann man Roland heißen. Rechtsfahrgebot kennen die aber auch nicht, ne? Guck mal, im Chat hat ein Roland geschrieben. Da heißt Ronald und nicht Roland. Nee, Roland. Nein, Ronald. Nein, Roland. Ronald steht da. Nein, Roland steht da. Ach komm, Alter. Ih, das ist ein Deutscher. Das ist ein Deutscher. Sag mal Hallo im Chat. Und wie soll ich Hallo sagen? Quietsche? Ja, mit X drücken. Quietschig? Oder nicht? Ja. Okay, warte. Hallo! Oh Gott, Alter. Irgendwie interessiert das aber keinen. Irgendwie nicht. Ist ja langweilig. Alter. Ist dein Internet oder mein Internet, was gerade so laggt? Weiß ich nicht. Also ich lagge nur, weil hier die Leute. So, warte. Junge. Hallo, kann mich jemand hören? Du musst auf Kanal 19 gehen. Nein. Doch, mach mal. Nein, ich geh nicht auf 19. Ja, ich kann dich hören. Wow. Oh, Junge, er fährt einfach rückwärts aus der Firma raus. Was bei dir? Und wir haben fast in den LKW gefahren. Ich hab auf jeden Fall, wo ich gerade X gedrückt habe, habe ich aus Versehen hier. Ah, scheiße, ich bin falsch gefahren.
Was hast du aus Versehen? Ich hab außerdem die Motorbremse reingehauen. Ach, ist das jetzt. Nee, jetzt parken hier drei Leute auf dem gleichen Platz ein, wo ich hin muss. Du musst hier wahrscheinlich auch hin. Ich hab Zeit, ich bin außen rumgefahren. Was bist du? Ich bin außen rumgefahren. Wow. Ich bin zu früh abgebogen. Geil. Ha, die können da irgendwie alle nicht einparken. Ich bin der Einzige. Ich bin als letztes hier angekommen. Stehe als erstes. So, okay. Ich warte auf dich. Muss ich hier hin? Ja, ich muss hier auch. Nee, muss ich nicht. Hä, wo muss ich denn drauf? Weiß ich nicht. Bei mir fehlt die komplette Markierung. Nee, ich muss woanders hin. Egal, ich hab keinen Bock, den Rückwärts einzuhalten. Ich überspringe das Ganze. So, Leute, das war's hier von der ersten Folge. Juhu. Juhu, die Begeisterung ist groß. Ich wusste, dass die Folge jetzt schon zu Ende ist. Dann sag ich schön mit Öl. Tschüss.